Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Ja, wir haben Torm besiegt, oder besser gesagt, er ist abgehauen. Wir müssen jetzt hier noch durchsuchen. Dabei muss man auch sagen, er hat Lazell mit einem Angriff aus den Latschen geruppt. Das muss man sich mal vorstellen. 85 live und er hat sie bei einem Angriff einfach so bumm weggeschnetzelt. Ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an und durchsuchen mal alles. Wir haben ja ziemlich viel Stuff. Sprich, wir können uns auch ziemlich viel leisten. Die Frage ist, kriege ich die Tür so richtig auf? Nein. Natürlich nicht. Aber... eine 18. Ist hart, aber haben wir geschafft. Perfekt. So, dann lass mal Lucky Lucky machen. Was haben wir denn da? Also wir könnten den Unsichtbarkeitsring wegmachen. Ghoulhand. Nee, ist ein Nekromant-Zauber, okay. Oder Verzauberungszauber des ersten Grades. Ermahnung des... okay. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Ring an. Wir gucken mal, was haben wir? Wir haben Unsichtbarkeit und Ausrüstung der Rüstungsklasse. Das lassen wir. Unsichtbarkeit haben wir so noch nicht benutzt. Was haben wir denn noch für Ringe? Hier. Sprung. Könnten wir tatsächlich anpassen. Und dann geben wir dir noch den Ring und der kommt dann weg. Warum hast du eigentlich hier so viel Essen drin? Das kommt doch wenn dann da rein. Die Scheibe. Oh, Ophos Teil, ja, 3. Den wollten wir ja behalten. Genau. Wir haben noch die Mondlaterne. Aua. Theoretisch könnte man noch die Pixie sogar freilassen, oder? Wir haben ja noch den Pixie-Segen zum einen. Ich weiß nicht, was das für ein Trank sein soll. Also, kann man den untersuchen? Untersuchen. Ah ja. Resistenz. Also, Stichschaden. Physische Immunität. Giftimmunität. Macht der das, oder? Na gut, haben wir das durchsucht. So, dann lass mal hier oben Lucke Lucke machen, was wir hier noch so Schönes finden. Ob wir hier was Schönes finden. Oh, wir haben da noch eine Schriftrolle des, was? Ihres Ruhms. Ein belehrendes Schreiben für Zeloten der Absoluten, die eine Audienz erhalten. Gesehen zu werden, ist bekannt zu sein. Und ihr, bekannt zu sein, ist willkommen. Vollkommen. Nicht willkommen, sondern vollkommen. Befreit euren Verstand von allen Schleiern. Nichts kann ihrem blinden Blick entgehen. Es wäre also töricht, Geheimnisse vor ihr zu haben. Alles, was ihr habt, jedes Fragment eures Seins gehört ihr. Im Gegenzug wird euch ein Fragment ihres Seins angeboten. Ein Splitter der Vollkommenheit. Fest verankert in eurem verständnislosen Verstand. Wir sind immerhin wahre Seelen. Die Wahrheit unserer Seele gehört ihr. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Königin der Githenki auch die Königin dieser... na, wie heißen sie? Dieser, ja. Ach, Mann, mir fällt der Name nicht ein. Der Nautiloiden ist. Also, zumindest habe ich so leicht den Verdacht. Don't waste a step. Don't waste a step, okay. Die Frage ist, ist hier noch mehr... das sieht nicht danach aus, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Alkohol. Kriegst du.
Wein kriegst du auch. Noch mehr Wein. Büchlein, Büchlein an der Wand. Mit Toten sprechen ist immer gut. Nekromantischer Kodex und ihre Ratschläge, okay. Wieder kommen wir nicht ran. Tentakeln in der Flasche. Oh, die Nummer mal mit. Blumen in der Flasche, nö. Was soll ich mit Blumen in der Flasche? Auge in der Flasche. Was ist das? Okay. Runde Flasche. Na gut, gehen wir mal weiter suchen. Okay. Gut, dann haben wir dich noch. Wer bist Sustera, Herrin der Seelen? Sie sagt mir überhaupt nichts, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Also, dass wir gegen sie gekämpft haben, ist für mich gerade so komisch. So, eine Nachricht. K. Nur eine kurze Nachricht. Ich musste voller Bestürzung erfahren, dass eure Einsatztrupps das Artefakt nach wie vor nicht beschaffen konnten. Die Githanki scheinen auch hinter ihm her zu sein. Ich habe euch bei Gelegenheit noch mehr zu sagen, aber eure Truppen dürfen sich diesen Gegenstand auf gar keinen Fall wegschnappen lassen. Geh. Okay. Wir haben noch ein Buch. Hier. Nekromantischer Kodex. Stempel auf den Vorsatzblättern weisen darauf hin, dass dieses Buch einst zur Bibliothek der Hohen Herolde gehörte, als diese die Türme des Mondaufgangs besetzt hielten. Hier die Zusammenfassung des Bibliothekars. Sehr alte Gelehrtenabhandlung über obskure nekromantische Bücher und Kodexe. Ihre mystischen und arkanen Schlösser und wie man sie aufschließt und entziffert. Zum Schluss ergänzt der Bibliothekar die folgende Anmerkung. Dringliches Ersuchen des Forschers Eileen Todd, dieses Buch auszuleihen, offiziell abgelehnt. Das angegebene beiläufige Interesse an der berüchtigten Nekromantie von Tay ist ein eindeutiger Warnhinweis, dass sein Interesse alles andere als beiläufig ist. Jedenfalls ist dies nicht einmal das Buch, das er wirklich will. Er hat es eigentlich auf den Tachiatischen-Kodex abgesehen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry. Okay. Verstehe. Das scheint aber nicht viel wert zu sein. Dann können wir das doch wegmachen. Den Kodex haben wir jetzt gelesen. Bam, bam, bam. Du wirst behalten. Wir haben alle Umhänge? Ja, doch. Mittlerweile haben wir alle Umhänge. Gut, dann kann der Umhang weggepackt werden. Und das wird wieder... halt. Verkauft. Halt. So, dann sind wir damit durch. Jetzt haben wir hier noch irgendwas. Irgendetwas, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier runterkomme. Wie komme ich denn hier raus? Du bist zu... Da ist eine Truhe. Geh mal kurz nach da. Wie komme ich hier raus? Also wir sind hoch und sind dann hier gelandet. Geh da mal davon aus, dass wir hier... Ah, da ist die Tür. Ja gut, sowas ignorieren wir jetzt einfach mal.
Wir können ja mal die Feuerschalen anmachen. Und sie bleiben brennen. Das bedeutet, die Dunkelheit müsste doch jetzt weg sein, oder? Boah, schreckt mich nicht so. Was natürlich jetzt immer noch fehlt, ist der Raum. In den sind wir immer noch nicht eingedrungen. Und ich weiß immer noch nicht, wie. Komm mal her hier. Nee, wo ist denn der Raum? Jetzt blind hier. Wir müssen irgendwie hier dieses Tor aufbekommen. Ich habe nur keinerlei Ahnung, wie. Aber wir können ja mal was anderes probieren. Okay, das klappt schon mal nicht. Also wir haben bisher keine Möglichkeit gefunden. So. Wie ist das denn so eingefängt? Nee. Okay. Nee, nicht du. Ja, ist ja egal, dass wir vergiftet sind. Wo kommt die denn her? Keine Ahnung, wo die herkommen. Oh. Blood comes easy these days. I'm ready. Whatever it takes. Also wenn wir das Gift und Toxine. Das mit dem muffigen Folianten interessiert mich noch. Rührt sich nicht. No use. It's blocked. Oh. Ist hier nicht erreichbar. Nuller Schaden. Auch nuller Schaden. Hm. Was haben wir denn noch für Zauber? Wir hätten noch im Angebot Frostika. Hm. Feuer hatten wir schon. Okay. Uralter Altar. Warte mal, wir haben doch jetzt gerade ein Buch bekommen. Komm mal kurz rüber. Ist das das vielleicht, was wir brauchen? Nekromantie? Auch nicht. Also ich weiß nicht, was da rein soll. Uralter Altar, ja. Was? Also wir haben ja schon alle möglichen Sachen ausprobiert. Da haben wir einen Hebel, der macht die Tür auf. Du kannst dieses Buch auch nicht rausziehen, ja? No use. It's blocked. Kommst du auch nicht dran. Okay, jetzt ziehen wir nochmal diese hier. Haben wir dich. Okay, damit. Ah, okay. Okay, rot macht die Falle. Also,
Das Aufschlitzen macht das Aufschlitzen. Aber was ist... Okay, warte mal. Muffige Folianten geht nicht. Das bedeutet, wir machen jetzt Folgendes. Das will nicht. Willst du jetzt auch nicht? Was für ein Buch könnte... Also wir haben ja hier noch verschiedenste Bücher. Müssen wir jetzt hier aufheben. Bücher aufheben und gucken. Was war das? Ja, ich will das bitte... bitte aufnehmen. So, den Rest hatten wir... Nee. Hä? Waren wir hier nicht schon alles durchsuchen? Hm. Oh, warte mal, ein Herz? Nicht, dass ein Herz da reinkommt. Weil hier lagen einige Herzen rum. Aber es sah ja so aus... Ja, ich habe keine Ahnung, was... Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir da reinpacken sollen. Okay. Ein Herz. Naja. Wenn es weiter nichts ist... Also, es hatte gar nichts mit den Büchern selber zu tun. Der Necromancer war experimentierend auf den Tadpoles. But they were already imbued with Nethery's magic. So where did that magic come from? Rote Pixie. Ah, das ist mies. Gucken wir uns gleich an. Portal mit toten... Ach nee, Pokal mit toten Larven. Okay. A goblet filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Also, was ich mich jetzt frage, was machen wir mit den ganzen kaputten Laternen? Wir haben ja jetzt nicht nur eine kaputte Laterne. Okay. Und jetzt haben wir auch noch tote Pixies. Wir haben ja 6 kaputte... Achso, nee, die Mundlaterne ist nicht kaputt. Okay, okay. Machen wir es so. Packen wir mal die... Pixies hier hin. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesen Mondlaternen machen. Gut. Notizbuch. Truhe. Kriegen wir die auf? Wir haben natürlich keinen Schlüssel dafür. Hier liegt doch nirgendwo ein Schlüssel. Dann muss sie es knacken, unsere Klerikerin. Ja, immerhin eine 14 erreicht, ne? Auch wenn es gerade so war, aber... Immerhin. Elixier der nekrotischen Resistenz. Du wirst gegen nekrotischen Schaden resistent. Kann auf ein Ziel geworfen werden, damit seine Effekte wirken. Oh. Würde auch bis zur langen Rast halten. Ist auf jeden Fall mächtig. Frostiger Überzug. Einmal pro Zug bewirkt jeder Zustand, der auf das Ziel gewirkt wird, außerdem 2 Züge lang Rostüberzug. Mhm. Da müssten wir wissen... Nope. Dass wir irgendwie einen Helm hätten, der... Nee. Können wir also theoretisch auch erstmal wegpacken. So. Forschungsnotizen. Na, dann lesen wir doch erstmal. Ich habe einige Materialien von unter dem Turm umgeleitet. Ich wollte die nötigen Kräfte ausschließlich aus dem Mausoleum nehmen. Aber der General möchte nicht, dass seine Familiengruft in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht bleibt mir aber ohnehin keine Wahl. Der Tempel wird das Nachtlied nicht einfach so aufgeben. Und die Unverwundbarkeit des Generals selbst hängt davon ab. Ich bin sicher, er wird einen kleinen Verstoß verzeihen, wenn dafür die Armee der Freiheit... Wenn er die Armee... Was?
wenn dafür die Armee die Freiheit hat, endlich auf Baldur's Gate zu marschieren. So, okay. Ja. Ich würde sagen, wir untersuchen noch den Kreis. Was? So werden... Achso, verwenden können wir es nicht, sondern das ist einfach so, okay. Aber das war's hier drinnen auch schon. Okay, ich dachte, hier ist irgendwas Spektakuläres drin. Ein paar Mondlaternen, Pixies, also... Das ist auch wirklich nicht viel. So, wo muss man jetzt hin? Hier hin, ne? Glaube ich, war der Ausgang. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Da war das große Tor und hier war, glaube ich, das Treppenhaus. Warte mal, wir könnten doch jetzt eigentlich... Warte mal, da steht noch was. Besiege Cathic Torm. Halt, 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 halt. Stopp, 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 stopp. Zurück, 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 zurück. Ich dachte, den haben wir schon besiegt. Einmal heilen. Uff. Warte mal. Rechts lang. Folge Cathic Torm, ja? Wie soll man dem folgen? Wo ist denn der? Oh. Nee, das ist nur eine Laterne. Hört doch mal auf, durchs Feuer zu rennen mit Absicht. Und du geh da raus. Also jetzt mal ernsthaft, was soll denn das immer... Also so dumm kann doch kein NPC sein. Jetzt ernsthaft. Ach, das ist ganz oben. Hä? Aber da haben wir doch nichts gesehen. Wo ging es hier nochmal hoch? Hallo? Ich habe keine Ahnung mehr, wo es hochging. Aber hier war doch gerade... warte mal, wir haben gerade oben gesehen, glaube ich. Hier? Kannst du bitte... Nee, da kommen wir nicht hin, so. Wir sind jetzt hier. War das hier hoch? Kann sein, dass das da hoch war. Nee, falsche Richtung. Eigentlich. Ich weiß nicht mehr, wie wir hochkommen. Da lang. Hier war der Thron. Das war diese große, doofe Tür, ne? Wo wir hin müssen. Hier. Die war's. Die war's. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum die NPCs einfach so dann da durchrennen. Hier? Da? Ihr wollt mich verkackeiern. Hohler Turm? Das ist ein Witz, oder? Du blickst in das Loch, das entstand, als die Tentakel Cathric in die Dunkelheit zog. Wirst du ihm hinterher springen? Ja, müssen wir ja, oder? The hole yawns back at you. Impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Hm. Ab in das Loch! Uah. Ah, jetzt sind wir ganz unten, oder? Da wo... We're close to the source of the infections. Hm, wie sie Karlach erstmal sauber gemacht hat. Ja, das ist auf der anderen Seite. Jawolla. Tagebuch, 4 Journals haben sich aktualisiert. Wir gucken nach. Decke die Geschichte von Prinz Orpheus auf. Wir haben alle 3 Bücher der Serie entdeckt. Das endgültige Schicksal und der Aufenthaltsort von Prinz Orpheus sind offenbar unbekannt.
Was mag ihm zugestoßen sein? Schattenfluchlande, rette den Großherzog. Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. Warum, was haben wir denn jetzt hier endlich erreicht? Großherzog Ravengard muss hier irgendwo sein. Oh, okay. Und die Klinge Grenzen. Rette Zarils Besitz von den Türmen des Mond. Wir sind tiefer in die Türme des Mondaufgangs vorgedrungen. Wir sollten uns gründlich umsehen. Die Teufelin, die wir für Mizora retten sollen, muss in der Nähe sein. Ah, okay, stimmt, da war ja was. Und Großherzog auch. Okay. Das wird jetzt hier lustig. So, wir sind jetzt... Ja, wo kommt man hier raus? Theoretisch ja da, ne? Oh, hallo? Warte, ich will was... Haben wir irgendwie... Aber wir können so mit dem Vieh reden, ne? Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Okay. Aha. Aha. Hier gibt's mehrere von den kleinen. Viele kleine bunte Larven. Was machen wir mit denen? Warte mal, ist das hier? Das ist aber von Warhammer kopiert hier, diese Banner. Der hat fast gesagt, die, wir erledigen die Dinger. Action, not reaction. Descend. Was? Ist mir egal. Aha. Haben wir noch mehr Fights? Hä? Wer noch hier? Nee, da nicht. Ach, hier um die Kurve. Ah, okay, okay, okay. Ja gut, du kannst mal kurz nach da gehen. Problem ist, wir können keine lange Rast machen, ne? Kritischer Fehlschlag. Na klar. Das waren einfach mal 280 XP. Einfach, weil wir dich kaputter gemacht haben. Tür aus Fleisch, okay. Lass mal weitergehen. Drei Gegner. Ja, ist auch noch okay. Damit kann ich arbeiten. So. Genommen. Auch gut. Na. Nein. Ja. Ich habe halt keine Ahnung, ob die in irgendeiner Form... Also erstmal nehmen wir dich. Ja, dann machen wir es mal anders. 95%. Nein. Ja, das könnte tatsächlich doch ein Problem geben. Denn den kriegen wir nicht mit einmal down. Glaube, würde ich jetzt mal so sagen. Schade. Kommst du näher? Oder was? Sporten. Sport. Das war schlecht. Oh, wie sieht's denn mit XP überhaupt aus? Oh, langsam aber sicher nähern wir uns. War nix.
Jawohl. So, da haben wir jetzt was bekommen. Neues Rezept, ja. Elixier des der physischen Resistenz. Das bedeutet was genau? Okay. Supplement brauchen wir dafür. Mhm. Und das bedeutet? Sind wir dann gegen physische Angriffe gewappnet oder was? Was ist das? Runenscheibe? Eine Reihe von Punkten und unterbrochenen Linien. Einträge in einer Sprache, die du nicht lesen kannst. Und trotzdem erahnst du ihre Bedeutung. Ein unscharfer Wirbel aus Lärm und Schmerz. Gefiltert durch einen neugeborenen Hochverstand. Frisch aus dem Schlüpfbecken herausgestolpert. Das Älteste erwacht. Das Älteste ist neugeboren. Aber etwas stimmt nicht. Tief in der Dunkelheit, in der das Älteste sich rührt, bewegt sich auch was anderes. Drei leuchtende Lichter, die nach Schmerz schmecken. Arcane Kunde. Aha. So. Da ist noch einer. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, weil wenn wir hier runtergehen, haben wir ja einen Gang. Ich gehe davon aus, dass dort... Nee. Nicht da lang, da lang. Denn wir wollen hier rein. Lucky, Lucky mal. Aber der, wie gesagt, das sieht aus wie von Warhammer. Okay. Hier ist ein bisschen mehr los. Autsch. Oh, da ist eine große Kammer. Da gehen wir natürlich noch nicht hin. Wir schalten erstmal alles andere hier aus. Ein Leichenhaus. Ein Hacker. Was ist ein Hacker? No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. A gate thrall. The only way to save it is to kill it. Okay. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Ja, wir machen uns seine Gedanken einträgen, ne? Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Mhm. Was werden? Part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Hmm. Hmm. Was ist das hier? No, sorry. Here they become. Mhm. Was habt ihr mit den Leuten gemacht? Chop, chop. Help them. Verhacken, helfen, okay. Ich muss euren Meister finden. Kethrick. Down. Deep. One of. Einer von dreien? Warum schicke ich euch nicht zu all den Kreaturen, die ihr geschlachtet habt?
Oh. Okay. To fight, and now you have one. Aber er hat doch darum gebeten, dass wir ihn. Also er hat doch darum gebeten, oder nicht? Okay, das sind ein paar, die wir jetzt haben. Okay, nächste down. So, wo sind denn da noch welche? Da hinter uns ist auf jeden Fall einer. Einer ist auf jeden Fall hinter uns, okay. Gut. Du kannst auch nicht mehr. 2, 3. Sollte aber nicht das Problem darstellen. Okay. Du kommst da so ran, sehr schön. Und wieder ein paar XP. Sehr gut. Na, dann gucken wir doch mal, was hier los ist. Was wir hier so schön finden. Mhm. Brief der Absoluten. Handschuhe? Was für Handschuhe? Lesen wir gleich. Pergament. Ein Stoffbär. Was ist das hier für ein Pergament? Ein Ball. Ein Bein nehmen wir natürlich nicht mit. Eine Kinderschrift, umringt von Kritzeleien. Lieber Absolut. Der Lehrer sagt, du sollst schreiben. Er sagt, es ist wie beten. Wir können jetzt deinen Traum sehen. Ich hoffe, es ist dort hell und riecht wie Mutters Tempel. Der Lehrer sagt, sie wird uns bald folgen. Bitte schick dem Lehrer schönere Träume. Er ist schlecht gelaunt und wenn er müde ist, schubst er den Wagen durch die Gegend. Wir versprechen, dass wir ganz still sind, damit er schlafen kann. Okay. Hört sich jetzt nicht so gut an. Muss ich leider dazu sagen. Okay, einfache billige Handschuhe. Ja gut, das... Ja, komm, kriegst du. Was? Laterne? Da ist ein Käfig, der ist aber leer. Okay. Haben wir hier unten irgendwie was? Das sieht. Nicht schön. Was, wenn ich das nochmal berühre? Da kam jetzt eine Leiche raus. Ja, mehr kam nicht raus. Okay, gut. Ich dachte. Oh Mann, ey. Das ist bitter. Oh, hier haben wir noch was. Schwere Stiefel, Handschuhe, Lederhandschuhe. Was? Sorgfältig gepflegte Stiefel. Da interessiert mich lieber königlicher Helm. Ja, gut. Wo? Ach, die Dinger hier sind die, glaube ich, wa? Egal. Königlicher Helm, den meinte ich eigentlich. Aha. Das ist ein königlicher Helm. Der sieht aber auch nicht so toll aus. Was haben wir hier? Geschlachteter Verstand?
Sowas haben wir doch schon in unserem Lager, glaube ich. Angepasster Stahlhelm, goldglänzender Wappenhelm. Hm. Ja, also hier ist eine große... Achso, die große Kammer ist noch nicht mal das Ziel. Also, was bist du hier? Rettet Besitz... Okay, das könnten wir natürlich jetzt noch machen, glaube ich. Ja. Aber keine Ahnung, was hier noch alles kommt jetzt, ne? Standfeuerschale. Okay. Hallo? Okay, wir haben hier mehrere Larven. Ja, die machen wir platt, wa? Jetzt gesagt. Oder? Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ich habe gerade was anderes gehört. Ich habe hier noch gerade Stimmen gehört. Ist egal, komm. Die sind nicht mal ansatzweise Gegner für uns. Muss man jetzt einfach mal so gestehen. Was? Warum haben wir keine XP bekommen? Ach, da ist noch einer, okay. Was? Der ist einfach so explodiert? Okay. Oh. Da kommen noch mehr angerannt. Einer müsste ja noch kommen, ne? Mal gucken mal, wir haben hier Gedankenschinder. Oh. Da kommen wir nicht ran. Hallo, Gehörni Bernie. Ich würde vorschlagen, erstmal sammeln wir wieder ein. Was in hier? Halt! Was bist du? Neuraladapter. Ah, Cevelor. Okay, Gedankenschinder. Also ich hätte ja fast gesagt, wir holen die Gedankenschinder raus, machen die dem Erdboden gleich. Die Frage ist halt, ob das überhaupt so einfach geht. Ich habe auch keine Ahnung, wo das dann hier hinführt. Aber wir scheinen alle eliminiert zu haben erstmal. Wir haben Gedankenschinder-Kapsel. Okay, in sowas waren wir doch drinne. Okay, ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zusehen und tschüss.